Die Rückkehr vom Zwingli auf den Sockel bedeutet, wenn man so auf den ersten Blick schaut, denkt, jetzt ist wieder alles wie vorher. Wenn man aber weiss, dass unten drunter, also die Konstruktion, die ihn trägt, wirklich restauriert worden ist, dass das, was hätte zusammenfallen können, was man von außen nie gesehen hat, ein Jahr Zeit gebraucht hat, dass es wieder gut geht, ist für mich eine Symbolik, die über das herausweist, was heute passiert ist. Wir müssen, glaube ich, bei den Reformierten immer wieder unten drunter schauen, um zu wissen, verhebt das noch, was in der Kirche drin das ausmacht, dass es aussen dann auch so aussieht, wie wir es haben wollen. Und genau das sind die Probleme, die wir heute haben mit der Kirche, wenn wir nur oben drauf schauen und unten langt es nicht. Wir müssen unten drunter schauen, damit das, was zusammenhält, und es ist die tragende Konstruktion, wieder so verhebt, dass es auch mit der Kirche verhebt. Die Bronzeskulptur hat innen eine Eisenkarsette, die einem statische Kraft gibt oder eine Sicherheit gibt. Und die war Storenkasten. Also wir müssen zum Großteil neu ersetzen. Man versucht bei einer Restaurierung immer so viel Originalsubstanz von einem Werk zu erhalten, wie möglich ist. Die Verläufe, die er hat, die grünen, die haben wir eigentlich als Zeitzeugnis. Und die einzige Sache, die wir retuschiert haben, ist im Gesicht. Also im Gesicht hat er wie ein neues Make-up bekommen, damit er dort wieder ein bisschen natürlicher aussieht. Aussen hat man eigentlich nur kosmetisch ganz klein etwas gemacht. Der Zwingli ist tatsächlich zum Volk gekommen. Am deutlichsten war das beim Zürichfest selber, wo die Leute sogar Schlangen gestanden sind, um ein Selfie machen mit ihm. Meine grosse Hoffnung war, dass mit diesen Selfies der Zwingli eben nicht nur da auf dem Denkmal ist, sondern als Influencer gewissermaßen in all diesen Social Media Accounts sein Unwesen treibt und die Leute daran erinnert, dass die Reformierten eben dazu da sind, etwas zu erreichen, das über auf den Sockelstellen rausgeht. Und mit diesen Selfies war die Gelegenheit da, das Bild zu durchbrechen und mit uns selber in Verbindung zu bringen. Und für das sind die Denkmäler da. Nicht um sie oben abzunehmen, sondern um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Schwieriger, wenn man nur den leeren Sockel hat, ist, glaube ich, dass man wie vergisst, dass es eine Figur gegeben hat. Ein einzelner Mensch, der sich zusammen mit anderen so eingesetzt hat, dass die Stadt, dass die Kirche zu dem geworden ist, wo sie heute ist.